Ihr hattet Erfolg auf ganzer Linie. Yalan ist befreit, Hafax hat verhandelt und Ilsur ist weiterhin sicher. Xeran wurde mannigfaltig verraten und seine Armee ist zerstört. Lessan Khan hat sich der Piratenküste nicht angeschlossen und die Königin der Schwarzamazonen wurde von Isarun und Zulamin umgebracht. All das binnen weniger Stunden und so zieht ihr euch zurück in den sicheren Sumpf, um dort eure Kräfte zu bündeln. Was genau dort hinter euch passiert, mag aber für euch nicht von Interesse sein. Wo abertausende Krieger und Kriegerinnen aufeinandertreffen und Bel-Hal-Har wütet, da braucht es keine Helden mehr. Ilsur ruft nach euch. Die Prophezeiung von Leatmann muss erfüllt werden, jetzt wo Xeran tot ist. Denn die Stadt wird weiterhin belagert und irgendein Verräter wurde durch einen Brief offenbart. Wer diese Zecke ist, muss geklärt werden, bevor der letzte Überlebende der Freisoppos-Erblinie stirbt. Und so beginnen wir, in sicherer Entfernung, mehrere Meilen entfernt vom Heerlager. Aber mir, helf mir doch mal, diesen Schuh zu knoten. Hm? Ach ja, hier. Ja, ich helf dir irgendwie. Ach, dieser verdammte Sumpf. Danke. Was glaubt ihr, was dieser Zecke wohl vorhat? Nun, ich vermute, er gehört zu Xeran. Vielleicht öffnet er das Ausfalltor, ich weiß es nicht. Oder er steckt die Stadt an. Oder er bringt jemanden. Wo ist der Leatmann her? Konnte Xeran denn wissen, dass Leatmann in Ilsa sein würde? Der Brief ist auf letzte Woche datiert. Er hätte diesen, und wir wissen nicht, wann dieser Agent eingeschleust wurde, werde, würde. Vermute ich relativ kurz davor. Leatmann wird sich hoffentlich bedeckt gehalten haben. Ihr kennt den Jungen genauso gut wie ich. Ich halte es nicht für wahrscheinlich. Außerdem habe ich ja lang und breit die Geschichten von unseren, also meinen Heldentaten erzählt. Vielleicht ist darüber etwas nach außen gedrungen. Retrospektiv betrachtet war das vielleicht nicht so klug. Aber sie wollten alles wissen und ich konnte sie ihnen ja nicht verwehren. Das sind spannende Geschichten gewesen. Über unsere Heldentaten. Wie wollen wir diese Zecke aus dem Untergrund lösen? Wir könnten herumfragen. Ich meine, wenn jemand, einer von uns, der nach mir hinreichend verwegen aussieht, nach einem Zecke herumfragt, wird er ihn vielleicht für einen anderen von Xerans Agenten halten und sich offenbaren. Wen schlägst du vor? Ich weiß nicht. Ich meine, auf ihm ist so auffällig. Ja, Boltax auch. Ich glaube außerdem nicht, dass Xeran irgendwelche Zwerge in seinen Diensten hat. Was mit den Räumen und allem? Erinnere dich an den wir in Fazaar getroffen haben. Stimmt auch. Nun, vielleicht gehörten die beiden zum selben. Nicht so wichtig. Ansonsten, Abelmir gäbe sich bestimmt gut. Ja, wenn er die Robe ablegt. Ich könnte es wohl auch tun, aber naja. Und ihr meint wirklich, er würde herauskommen, wenn wir uns nach ihm erkundigen? Vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht scheut er sie noch nur auf, aber das ich habe... Das könnte nicht sein, oder? Ich habe... Die Götter helfen uns keine bessere Idee. Ja, aber wie hat er denn die Botschaft aus der Stadt gekriegt? Beziehungsweise auf welche Art und Weise empfängt er denn normalerweise seine Befehle? Nun, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Was hat denn der Zwerg noch gleich gesagt, wer seine Befehle rausbringt? Mit dem Annunzio Volo, nicht wahr? In der Tat. Die scheinen mir auch das einfachste Mittel zu sein. Habt ihr diesen Ring noch? Welchen Ring? Nein. Wir haben ihn unter den Bodendielen gelassen. Ach ja. Ach, diesen Ring. Ach, diesen Vogel. Ja, ich erinnere mich. Ich dachte mir, vielleicht könnte man diesen Vogel so umpeilen, dass er nicht in die eine Richtung, sondern in die andere fliegt oder so. Dann können wir ihm eine Nachricht zukommen lassen. Nun, ihr müsst das Ziel kennen. Er hat etwas davon geschrieben, dass er in Position sei, nicht wahr? Niemand, das bedeutet, er hat die Stadt infiltriert. Es könnte heißen, dass es eine gute Position ist. Ich meine, in der Stadt sein ist die eine Sache, aber wir wissen nicht, was er vorhat, aber
Ich denke, das ist das Hauptproblem. Wenn wir nicht wissen, was er vorhat, können wir auch nicht auf seine Position schließen. Seine Position, wenn er etwas mit Leertmons blinkt. Schnauze halten! Was sind hier mal? Jemand ist hinter uns. Kutsche, denke ich. Ja, ich würde mich mal abducken und dahin schauen. Schlag mich auch mal in den nächsten Busch. Wenn ihr in die Abenddämmerung spät, könnt ihr es vor allem erstmal hören, gerade wenn ihr auch leise geworden seid durch den relativ lauten Eingriff von Rafim. Irgendjemand scheint da wohl ziemlich gute Laune zu haben, auf einer Kutsche zu sitzen, mehrere Esel, die davor gespannt sind und ein Hesindegebet, was da wohl gesungen wird. Zumindest haben die Leute gute Laune. Rafim und Boltax, ihr könnt die Kutsche erkennen. Was zum... Wie haben sie das denn geschafft? Wie hat wer was geschafft? Kennt ihr diese Leute? Ich denke, das sind diese etwas Umnachteten gewesen, die den Dachs bestehlen wollten. Und da kam der Flammenstoß her. Ja, natürlich. Das ist echtes Drachenfeuer, was meinen Rücken gekitzelt hat. Ehre für ein Zwerg. Aber, mich wundert, dass sie tatsächlich erfolgreich waren. Mich wundert, dass sie so fröhlich pfeifend durch die Gegend fahren. Wundert, dass sie noch am Leben sind. Die sind ziemlich dämlich. Oh, wartet. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte, die ich euch erzählt habe? Als einer mal Pyrrh bestehlen wollte. Vielleicht sollten wir die Fahrer erstmal anhalten und dann erzählt uns eure Geschichte. Ja, vom Tag des Zorns. Ja? Und Pyrrh hatte damit gerechnet und das Ganze verflucht. Und oh, das ist Drachengold. Hey, seid mal leise, da vorne ist jemand. Die Kutsche hält an. Ich trete auf die Straße. Hebe den rechten Arm halb hoch und lasse ihn dann wieder sinken. Hallo. Die Götter zum Gruße. Götter zum Dank. Ja, ich gucke mir in den Busch, nachdem ich feststelle, dass ich allein auf der Straße stehe. Ich kann hier oder an der Kutsche kannst du erkennen, auf dem Kutschbock sitzt eine Hesindegeweihte, eine Drakoniterin, und oben auf dem Kutschbock neben ihr, beziehungsweise ganz oben drauf, mehrere von den merkwürdigen Moorbauern. Ja, offensichtlich wollen wir euch nicht ausrauben. Ich glaube, ihr könnt euch zeigen, wie so in Richtung Grafim Boltax, wenn die gerade aus dem Busch klettern. Ihr kennt euch scheinbar schon. Die Helden. Schön, dass ihr hier seid. Ihr habt es geschafft. Wir auch. Warum fahrt ihr lautstark singend mit eurer Beute hierher lang? Weil wir es geschafft haben. Ja, aber... Die Schlacht ist geschlagen. Xeran ist besiegt. Aber 10 Meilen in die Richtung ist noch eine Zollstation. Ich glaube, die haben davon noch nicht gehört. Ich glaube nicht, dass wir vorhaben, durch irgendeine Zollstation zu fahren. Sicher nicht, aber ich bin mir sicher, die ganzen Wälder sind auch immer noch voll von Xerans Leuten, oder? Waren sie nie. Wir gehören zum Widerstand. Wir wissen, wo wir langfahren müssen. Ad maximum gloriam dea. Zuck mit den Schultern. Gut genug für mich. Wollt ihr uns ein Stück mitnehmen? Ja, aber wie habt ihr das denn geschafft? Ich meine, es sah so aus, als wärt ihr alle im Drachenfeuer verbrannt. Nein. Nun, ihr hattet sicherlich keine Drachenpaste aufgetragen, aber unter dem ganzen Schlamm hatte man das vielleicht gar nicht gesehen. Wisst ihr, Zwerg, steigt gerne auf, wenn ihr wollt, könnt ihr herantreten. Aber Gold, das gehört dem Widerstand. Dabei greift sie dann mit einer Hand nach unten, wenn ihr herantreten wollt. Ihr seid doch eine Isinde geweiht, nicht wahr? Sogar eine besondere, ja. Aber wir verstecken den Willen von Isinde gnadenlos. Ja, zwinkert sie dir zu. Das ist mir recht. Wisst ihr, wenn man einen Drachen besiegen will, muss man ihn da angreifen, wo er es nicht erwartet. Und das ist kurz nach dem Essen an, seinem Hort. Ja, es ist auch sehr löblich, jeden Drachen zur Strecke zu bringen. Da sind wir vollkommen einer Meinung. Aber ihr kennt doch sicherlich die Geschichte. Diebstahl aus dem Horte Pyrrhs. Es ist nicht klug, Drachen ihren Hort zu berauben, beziehungsweise ist der Drache denn tot? Und sie leben zu lassen. Richtig. Nun, es mag zwar nicht besonders intelligent sein und dafür mag uns Hesinde auch erbarmen, aber wir sind effektive Problemlöser. Und wir lösen Probleme ohne... Es mag vielleicht wirklich nicht ganz intelligent gewesen sein, aber es hat funktioniert. Lassankan hat sich den Horden nicht angeschlossen.
Seid ihr denn sicher, dass das Gold nicht verflucht ist? Denn, also ich meine jetzt nicht dieses verfluchte Xeran, verfluchte Gold, sondern vom Drachen verfluchtes Gold. Nein, denn, keine Sorge, das hat ihm nie gehört. Ja, nun gut, wenn ihr sicher seid. Ja, wir haben das überprüft, keine Sorge. Na dann, alles gut. Dann ist ja alles gut gelungen. Dürfte ich erfahren, wohin ihr reist? Nun, wir waren zum Widerstand. Wie gesagt, die Moorbauern haben uns dabei geholfen und wir... Nun ja, ich glaube, ihr seid mit dem Widerstand schon in Kontakt gekommen. Zumindest habt ihr mit der Parole gegrüßt. Und der Totengräber, er bekommt noch einiges Gold. Der Rest geht dann an den Hort Drachenblick, beziehungsweise von dort aus nach Bereinefurten. Können wir den Hort nicht Drachentod nennen? Das wäre viel schöner. Boltags, jetzt es ist ein Drakoniterhort. Ihr wollt also mit diesem Wagen in den Sumpf fahren? Nun, das scheint mir nicht klug. Nun, Kutsche mag für den Sumpf nicht ausgelegt sein, aber wir haben Schlitten, auf die wir sie dann später verladen. Vor allem, wenn wir in Richtung des Hagensmoor kommen. Wenn Iro Ehrwürden hierher gefunden hat, wird sie mit Sicherheit auch zurückfinden und für alles Vorsorge getragen haben. Hab doch einmal ein bisschen Vertrauen in die Kirche. Ah, Isarun. Ja, zumindest in die Götter. Euer Mann hat schon viel von euch erzählt. Ach, er ist, ja, manchmal etwas gesprächig. Nun, er ist besonders stolz auf euch. Das ehrt mich natürlich. Aber seit eurem Kind, herzlichen Glückwunsch noch einmal, habe ich weniger von ihm gehört. Er ist sehr ruhig geworden. Schade. Nun ja, das erste Jahr ist immer sehr anstrengend. Irgendwie jeden Tag ist was Neues. Ja. Ich muss einmal nachsehen. Dürfen wir vielleicht euch ein Stück weit begleiten? Ja, selbstverständlich. Wie seid ihr unterwegs? Also auf welchem Wege? Nun, wir wollen erst einmal weg vom Heereslager, aber von hier aus geht es dann in Richtung Hugesweier. Und an Borowein vorbei in Richtung des Hagensmoores, wie gesagt, um dem Totengräber unsere Ehre zu machen. Sein Name ist Just. Das wäre ungefähr die Richtung, in die wir auch gehen müssten. Warum also schließen wir uns nicht zusammen? Nun, gern. Begleitet unseren Stück. Aber wir sollten vielleicht leise sein. Nun, wir haben zwar gesungen, weil die Schlacht geschlagen ist und wir abseits der Wege sind, aber ja, wenn ihr mögt, gerade in der Dunkelheit tragen unsere Stimmen weit. Ja, ja, genau, außerdem wird sicherlich Havax ja noch, also wenn er die Schlacht gewonnen hat, sind seine Männer ja jetzt möglicherweise in der Nähe und die haben ja auch ein Interesse am Gold. Ja, wir sind einige Meilen weit entfernt, aber ja, wir sind ruhig. Schön, dass ich die Helden endlich selbst einmal treffe. Ich hatte bisher nur mit euch beiden Kontakt und dass sich die ganze Gruppe jetzt hier versammelt hat, das wundert mich nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind immer da, wo es Ärger gibt. Ach, das ist so eine negative Einstellung. Aber da war das völlige Wahrheit. Wir sind da, wo es interessante Begebenheiten gibt, sich um besondere Augenmerke dürfen. Ja. Braucht ihr eine Passage aus Schwarztobrien heraus? Von Drachenblick aus können wir euch sicherlich einen Transport in Richtung Bereinefurten anbieten. Das dauert zwar noch ein bisschen, weil wir jetzt erstmal in die andere Richtung fahren, aber wenn ihr mögt. Ich fürchte, wir haben noch zu tun. Man wird sehen. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber es ist gut zu wissen. Normalerweise ist es geheim, aber euch kann ich es sagen. Immerhin ist diese Runde bei euch. Drachenblick befindet sich an der Tesral-Schlaufe, ungefähr 40 Meilen entfernt von Eslamsbrück. Wenn ihr uns sucht, dann dort. Schön da. Habe ich gehört. Hm. Früher war es wesentlich schöner, aber eine Station, die wir direkt im Herzen des Feindes uns in alle Richtungen dann tragen lässt. Wie finden wir Drachenblick? Tesral-Schlaufe, hat sie doch schon gesagt. Nun, ich vermute, es wird ein geheimes Versteck sein und nicht ein offensichtliches. Nun, Isarun ist eine Tobrierin. Ihr könnt euch gerne an sie halten. Oder an Jalan. Das ist richtig. Abgesehen davon, meistens gibt es das eine oder andere sinngefällige Rätselchen, das zu lösen gilt. Man muss auf die kleinen Details achten.
Ich will euch daran erinnern. Aber was habt ihr vor? Angebot trotzdem bedankt. Wollt ihr zurück nach Mendena? Nein, es geht nach Ilsoa. Nach Ilsoa? Ja. Sie nickt. Nun, wollt ihr die Belagerung brechen? Mit nichts dergleichen. Sechs Helden und einem Bären? Die Belagerung wird sich früh genug von selbst auflösen. Jetzt, Oxevan, nicht mehr. Ihr wolltet doch sieben Helden sagen, oder? Ja. Richtig. Gut. Nicht, dass Mira sich dann noch verhört. Das wäre sehr unhöflich. Es ist ein bisschen so wie die Bezeichneten. Wir sind sieben. Ja. Jedenfalls. Ja. Jedenfalls. Wir werden einen Freund in der Stadt besuchen. Nun, dann gutes Gelingen. Aber wenn ihr aufbrecht, dann wird es euch sicherlich gelingen. Immerhin habt ihr Iserun bei euch. Da wir gerade von Xeran sprachen, habt ihr ihn fallen sehen oder seid ihr ebenso überstürzt aufgebrochen wie wir? Wir haben uns eher um Lessankan gekümmert. Wir haben uns einfach, nun ja, so weit wie möglich um ihn herum positioniert und sind außerhalb seines Schwanzes geblieben, haben ihn abgelenkt. Das geht mit vielen Leuten. Und wir haben zwar zwei, drei Verbrennungen, aber ansonsten ist alles gut gegangen. Nein, wir hatten keine Zeit für Xeran. Wir wissen auch nicht genau, wo er ist, aber wir haben gesehen, dass sich die Schwarzamazon gegen die unsterbliche Legion gewandt hat. Das Wiesel hat zwei Dutzend Tricks in der Tasche. Es würde mich leider auch nicht wundern, wenn es nicht das Letzte ist, was wir von ihm sahen. Wir gehen erst mal davon aus, dass Xeran besiegt ist. Das steht wohl außer Frage. Ob er gestorben ist, das wird sich ein anderes Mal zeigen. Vielleicht wird Hafax seinen Kopf aufspießen und spätestens dann wird es in Mendena bekannt. So sieht es aus. Ganz egal, was aus Xeran wird. Hafax wird jetzt hier einmarschieren und andere Seiten aufziehen. Und hoffentlich möglichst wenige von den Schwarzamazonen und der Legion bei sich haben. Nun, die Zeit wird das zeigen. Satinavs Räder drehen sich ewig. So könnt ihr die Reise weiter antreten, an der Kutsche vorbei, bis die Nacht gräut und euch dann, im Sumpf ist es noch nicht ganz, aber vor allem in einem kleinen Waldstück nördlich von Flusswach dann zurückziehen, schlafen und einige verborgene Schlitten dann das Gold von der Kutsche umladen, die dann weiter in Richtung Hugesweier ziehen. Gemeinsam mit den anderen Moorbauern, die, ja, wie gesagt, zwei, drei Verletzte gab es, aber auch nur ein bisschen oberflächlich. Boltax hat es wohl mit am meisten erwischt, am schlimmsten, der da wohl immer noch ein bisschen verbrannt ist und auch noch in der Nacht ein bisschen dampft, auch wenn er gelöscht ist. Aber ja, so könnt ihr euch unterziehen und weiterziehen. Iserun. Ja? Hier. Ich brauche einen Rat. Ich bin besorgt. Ich hatte einen Plan. Nach meiner Festnahme und dann, nachdem das nicht hinging und ich in diesem Lager einsaß. Aber Pyros hat mir wiederholt seine Gunst versagt. Bin nicht sicher, was zu tun ist. Nun, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, um derlei kirchlichen Dingen Rat zu geben, aber... Wen soll ich sonst fragen? Abel mir vielleicht? Nein, natürlich nicht. Ich glaube... Dir könnte einiges klarer werden, wenn du dich nicht mehr auf diesem verfluchten Boden bewegst. Vielleicht einen Tempel aufsuchen, egal was für einen, und dort in dich hineinhorchst. Aber vielleicht ist es auch eine Prüfung. Vielleicht ist es eine dieser Geschichten, in denen man erst sich selbst überwinden muss. Ich bin mir sicher, irgendein Zeichen ist hier zu finden. Betatscht eher abwesend, wie es aussieht, seine fehlende Hand. Ich weiß noch nicht, wo. Lasst gut sein, vergesst es. Es ist... Nein, das ist wichtig. Mit Sicherheit hat der Herr Pryos euch Zeichen gesandt. Wir müssen diese jetzt nur noch ergründen. Vielleicht schickt er uns eins seiner heiligen Tiere vorbei. Vielleicht ist doch einfach nur zornig, dass ich meine heilige goldene Hand als Tarnung gar missbraucht habe. Nee. Vielleicht hat Albuin doch Unrecht. Nein, daran will ich gar nicht denken. Nun, wer weiß.
Er schätzt die Täuschung nicht. Der Heilige hat immer gesagt, den Feinden der Götter einzuschenken, dann ist jedes Mittel recht. Wenn der Rechtschaffende es tut, der ist rechtschaffen. Nun, wenn er es sagt, dann musst du es wohl glauben. Ja. Aber vielleicht wäre es Zeit, einmal wieder einen Schritt in einen richtigen Tempel zu tun und dort für eine Weile zu bleiben. Vielleicht eine Ilse. Sicher. Hab Dank. Dafür doch nicht. Und so vergeht die Reise. Ja, ihr könnt euch auf der Reise in Richtung Hugesweier noch mit einigen Moorbauern unterhalten, die euch nicht bekannt sind, beziehungsweise die euch als Heldensohn nicht kennen, weil die Nachrichten nach Schwarztobrien beziehungsweise in dieses Widerstandsnest nur sehr schleppend laufen. Ihr könnt dann von der Schlacht der drei Kaiser berichten, von der Schlacht um Gareth in den Wolken und dass Werheim gefallen ist, sodass sie euch gebannt zuhören, wenn sie von euren Heldendaten hören. Vor allem Boltax kann davon berichten. Oder eben auch die anderen. Nach 2 Tagen im Sumpf erreicht ihr Hugesweier, wo ihr auf andere Rebellen stoßt, die unweit davon im Wald sitzen. Und ihr könnt abseits von der Terror auch hier wieder den Anführer erkennen, den, unbenannten nominellen Anführer Just, den Totengräber, der hier abseits von Hugesweier im Wald sitzt. Und euch zunickt, wenn ihr mit den Schlitten und der Drakoniterin, der Erzäbstissin, an ihn heranfahrt. Und zum Gruß, ihr Helden. Ihr wart erfolgreich. Und zum Gruße. Nun, es scheint so. Zumindest ist die Schlacht nicht gut für den selbsternannten Portifex ausgegangen. Der Unersättliche, er nickt. Schön. Damit ist das Widerstandsnest um einiges erfolgreicher gewesen als in den letzten Jahren. Dank euch. Können wir euch irgendwie helfen? Es gäbe da eine winzig kleine Kleinigkeit, die ihr tun könntet. An persönlichen Gefallen wirklich nicht mehr. Lasst hören. Es in Mendena im Kerker sitzt ein Mann ein. Kein wichtiger, kein sonderlich großartiger Gefangener, aber ein Freund. Es wäre schön, wenn wir euch einen kleinen Sack voll Münzen geben und ihr jemanden hineinsendet, der ihn auslöst. Ihr wisst schon, über die üblichen Kanäle. Wir könnten ihn vergiften und dann als Toten abtransportieren. Er nickt. Oder dies, so Boron uns helfe. Dabei schaut er mal zu Abelmir. Hat das letzte Mal noch funktioniert? Oh ja, eine interessante Erfahrung. Nun, ihr müsst uns kein Geld aus eurem Säckelchen geben. Immerhin wart ihr dafür verantwortlich, dass diese Kutsche bzw. die Schlitten jetzt bei uns angekommen sind. Das wird genügen, um die Wachen zu bestechen. Hab Dank. Ich werde euch nachher noch eine Beschreibung des Mannes geben, ja? Und einen Namen. Einen Namen, genau. Abseits dessen. Esst, speist, trinkt. Und danach könnten wir euch aus Tobrien rausbringen. Wir müssen tiefer hinein. Wir müssen nach Ilso. Nickt. Wird oft von Stürmen geplagt, aber wenn ihr rein wollt, dann geht das nur über ein Boot. Naja. Also freuen wir doch noch Feuerhafen? Nun, Feuerhafen? Ich glaube nicht, dass ihr es befreien müsst. Ein Boot können wir euch so geben. Also es ginge schon anders, aber... Naja. Ich erinnere die Herrschaften daran, dass wir von einem gewissen Zeitplan sind. Und wenn ihr einen Djinn oder so etwas beschwören könnt, ihr könnt natürlich auch fliegen, wenn ihr Hexen dabei habt. Und was auch immer euch die Götter mitgegeben haben. Wir sollten einen unauffälligen Weg wählen. Unabhängig davon sollten wir auf alle Fälle die Wachen informieren, ansonsten werdet ihr abgeschossen. Aber wir haben einige Tauben bei uns im Verschlag. Hervorragend. Ihr tut das und wir segeln oder rudern, je nachdem, ein Bötchen hinein. Am besten zur 4. Stunde des Tages. Kurz danach wird die Wachablösung stattfinden, aber dann sind die Wachen zumindest noch müde.
Und ihr solltet direkt an Burg Klippstein anlegen, denn alternativ wird man euch, sollte man euch sehen, die Hölle heiß machen. Aber das werdet ihr vor Ort dann schon sicherlich finden. Habt ihr einen Kontakt vor Ort in einem Dorf nahebei? Die Dörfer ringsum. Natürlich, es gibt dort einige Widerständler, wie fast überall hier in Tobrien. Auch wenn die Heptarchen seit langer Zeit über uns herrschen, aber uns beugen können sie nicht. Wir gehen aufrecht unter. Aber ja, wir haben Brieftauben, die bei uns sitzen und wir können damit die Wache informieren. Ja, ja. Ich denke, das wird sehr sinnvoll sein. Wenn ihr euch meldet, dann tut das am besten bei Talia von Donnerbach oder bei Dankrad von Nordweide. Sie werden euch dort in Empfang nehmen. Ihr seid wie immer ein steter Quell der Informationen und der Hilfe. Ja, und ein steter Quell des guten Essens und des kühlen Bieres. Prost. Ja, so könnt ihr noch ein bisschen Sauerkraut essen und das, was der tobrische Boden euch gibt, ein bisschen Kohl und ein merkwürdiges Bier, was Iseron wohl sehr zufrieden stellt. Die anderen vielleicht mit einem merkwürdigen Geschmack dann runterwürgen können. Wollten wir die 2 Tage hier regenerieren? Ja, mit einem -2, aber ihr könnt regenerieren. Immerhin fehlen euch teilweise Lebenspunkte oder aber astrale Punkte bzw. karmale Punkte. Aber 2 Tage mit einer -2. Habt ihr noch etwas, was ihr mit ihm besprechen mögt oder aber auch mit der Gesindegeweihten? Ansonsten könnten wir weiterspringen. Einen weiteren Tag später könnt ihr an der Terror ankommen, gemeinsam mit Just dem Totengräber. Habt euch dann verabschiedet von der Drakoniterin. Und hier an der Terror wird euch ein kleines Ruderboot gegeben, mit dem ihr dann über die Tobrische See übersetzen könnt und dann an Feuerhafen vorbei in Richtung Ilsur fahrt.